Hallo, du hast angerufen. Ja, er fährt gerade, weil dann Genau. würde ich ihm das über Funk oder Genau. würdest du jetzt schon anrufen? Nee, er funkt das ruhig durch, dann kann er ins Büro Okay. kommen dann. Weil ich hatte jetzt tatsächlich, ich war tatsächlich jetzt gerade am Zettel mir ein bisschen. Irgendwie ein bisschen Banane und hab gesagt, ja, John, oh, hier 19:30 eventuell Tilo und so, ne, dann übernimmst du Daniel. Aber dann ist mir ja wieder eingefallen, dass er ja jetzt Manager ist und dass er da eventuell eher dabei sein kann. Und Ausbilder ist er ja Ja. auch noch, also Ja, genau. Dann kannst du mit hat das Daniel weiter was. Ausbildung machen. Ja. Ach Genau. so, ich weiß nicht, ob du es im Ausbilderblatt schon gesehen hast. Ich denke mal nicht. Ich habe ihn gefragt, du hast ja reingeschrieben, zwei weitere sichere Fahrten mit Ansagen und Gong und dann können Guten Bedarfshalber Abend. gemacht werden. Ne? Ja, Ich genau. habe mit Daniel jetzt ausgemacht, Hi. beziehungsweise ich habe ihn gefragt, ob er mit Bedarfshalber anfangen möchte. Er hat gesagt, er würde lieber die beiden Runden, die er dann noch hat, normal Streckenverlauf und Pünktlichkeit und so ein bisschen weitermachen. Deswegen habe ich die noch nicht angefangen. Weil er möchte Ja da im klar, genau. Streckending Genau, noch ein ruhig bisschen mit Daniel sicherer werden. absprechen, genau. Genau, habe ich ihm halt Genau. auch gesagt, Ja. dass wenn er sich da noch nicht sicher fühlt, wir können gerne die anderen beiden Runden noch entspannt machen, dass er da noch sicherer wird im Streckenverlauf etc. Ja, und so. genau. Super. Also habe ich auch so reingeschrieben, er wird das nächste Mal dann mit Bedarfshalten und so machen und Ja, dann. alles klar. Cool, super. Genau. Okay. Wunderbar, sehr schön. Super, klasse, das war's schon. Dann Danke viel dir, Spaß noch. Tilo. Danke, Jo. danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, und damit willkommen zu einer Runde GTA-RP. Wir haben gleich in Klammern wahrscheinlich ein Vorstellungsgespräch mit Kalea Iona oder so ähnlich. Da müssen wir dann gleich mal schauen. War ja die mit ihrer komischen Mehrfachbewerbung da. Hallo Tilo. Hallo, du hast angerufen. Ja, ich wollte dich was. Du Tilo. Ich habe gehört, ihr habt eine Mail bekommen. Wir haben eine Mail bekommen. Ich habe gerade jemanden überredet, hat eine Bewerbung zu LST geschickt. Meinst du? Wechseln. Heißt mein Nachname nochmal? Warte. Mir fällt gerade echt der Nachname nicht ein. Jackson Hayes? Ja, die habe ich bekommen, schon gesehen, ja. Ja, gut. Ich hatte, wir haben ja aus Spaß und Jux geredet. Komm, Henry, du kannst doch mal anrufen. Ich soll die schnell lesen. Habe ich gesagt, ja, gut, ich kann mal aus Spaß anrufen. Deswegen mehr war es nicht. Jo. Also wir haben aktuell Habe ich sehr jetzt. viele Bewerbungen, das heißt, wenn du Ja, mit ich ihm weiß. gesprochen hast, dann, ja, kannst du ihm mal sagen, also kann sein, dass es so ein, 2 Wochen dauert, bis wir ihn da annehmen können. Also kann sein, je nachdem, wir haben heute einige. Ja, nee, ich wollte nur mal. Jo. Ich kann nur sagen, das ist ein guter, das ist ein guter Keller, der hat auch viel Zeit. Jo, das hört sich doch gut an. Genau. Alles klar, mehr wollte ich eigentlich nicht, ne? Jo, hast du schon wie sieht es bei dir aus wegen Ausbildung? Also Ausbildung? Ich habe schon mit Matt was geklärt, der hat eher Zeit Okay. gehabt, weil ich habe halt die nächsten Samstage, es passt halt gar nichts. Jo, alles gut. Und mit Matt habe ich geklärt, weil in der Woche passt gerade besser. Und Matt meinte Donnerstag jetzt hier den ersten. Also ja, passt, alles klar. Ja, alles klar. Wunderbar. Dann passt das nämlich. Gut, weiß ich Bescheid. Dann viel Erfolg bei der Jawohl. Ausbildung. Jawohl, besten Dank dir. Gut, bis Ciao. dann. Tschüss.
Hier, Kalia Iona. Fahrschullehrerin, okay, da weiß ich, wer immer diese bekloppten Fragen stellt. Und bei Air San Andreas. Fünf, fünf, sieben, drei, eins, null, zwei, drei. Null, zwei, drei oder null, drei, zwei. Sieben, drei, eins, null, zwei, drei. Mal dieser Naomi hatten wir ja noch, die irgendwie zur Einstellung kommt. Nochmal eintragen. Ich kann mal die Hotline übernehmen, fällt mir gerade ein. Wer hat die? Barry. Ist Barry schon unterwegs? Bin ich im RDP?
den Artikel habe ich auch zu Ende gelesen letztens hier. Ihnen alles gut? Ja. Ja, wunderbar. Und bei Ihnen? Ja, ja, doch. Sie sitzen hier nur so alleine. Ja, ich habe später auf den Termin. Ach so, okay. Na dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, ebenso. Danke, tschüss. Ciao. Ich bin immer hier, sonst mache ich auch mehr. Guten Abend. Hallo. Frau Jona? Genau, richtig, ja. Wunderbar. Thilo Wack, wir hatten geschrieben. Okay, perfekt, super. Das freut mich. Kommst du schon mal mit hier vor zu den Busplätzen? Wir warten auf einen Kollegen und dann geht's gleich los, ja? Hey, alles klar. Sehr schön. So. Jo, haben Sie denn gut hergewunden? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß schon das ein oder andere Mal hier. Sehr schön. Klingt doch gut. Essen, Trinken, haben Sie genug dabei? Ja, auf jeden Fall. Sonst, falls was brauchen, sagen Sie Bescheid. Wunderbar. Genau, Kollege fährt gerade noch eine Runde und dann. Ja, so, ist ja Bus gerade. Nicht weiter schlimm. Ich bin ja ein bisschen eher hier. Ja, das ist immer sehr schön, wenn Leute pünktlich sind. Ja, ist ja auch richtig. Also, ja. Das ist halt auch mein eigener Anspruch an mich selber. Mhm. Ja, ich mag das auch nicht, wenn Leute gerade bei so Terminen unpünktlich sind. Gerade kann man was persönlich sein, aber ja. So, manchmal denkt man sich so, Leute. Ruf doch zumindest kurz an und sag Bescheid, dass er 5 Minuten später kommt. Das wäre das Mindeste, richtig. Das macht halt immer, gerade wenn man die Leute halt noch gar nicht kennt, dann macht das immer einen sehr schlechten Eindruck. Ja, das ist richtig. Das stimmt wohl.
Die Kollegen sind doch gerade auf dem Weg. Wenn ich die Frage stellen dürfte, wer ist der Kollege, auf den wir jetzt noch warten? Auch ein Kollege von der Administration, John Wellington. Ah, okay. Genau. Wir führen die Gespräche auch mindestens zu zweiten, damit man sich halt nicht allein einfach so entscheidet, ja oder nein, ne? So, deswegen. Ja, verständlich. Genau. Ja, dort stehen unsere neue Busse. Ja, sehr schick. Fabrik neu. Das kannst du beispielsweise auch machen, wenn wir am Stadtpark vorbei sind, wenn du da die letzte Linkskurve fahren. Ich habe mir die jetzt noch nicht genau angeschaut. Ich habe aber schon mal das ein oder andere Bild gesehen. Das ist halt nicht so was wie jetzt gerade, dass wir fast hier der City auch drauf fahren. Natürlich ein bisschen traurig um die Gesamtverlierungen aktuell, aber naja. Wir fahren die nächste Runde. Ja, das. Ja, genau. Da gibt's aber noch Gespräche, dass man das eventuell wieder hinbekommt. Irgendwie, irgendwann, irgendwo müssen wir mal gucken, aber. Was zu trinken? Sehr gerne. Hallo, Tilo. Hallo. Hallo. Hat man jetzt überhaupt noch einen Unterschied zwischen den Nord- und den City-Bussen? Nee, das ist alles ein Bustyp. Hi, Daniel. Okay. Aloha. Na? Hallo, wie geht's dir? Ja, gut so weiter. Aber du siehst ein bisschen... Hallo. Eingeschränkt aus. Was passiert? Naja, Thriftshop. Einweihungsfeier, Schießerei. Okay. Blöde Kombination. Okay, gute Besserung. Danke. Das, ja. Die Besserung, das hört sich alles nicht gut an. Nee, ist auch nicht so geil. Glaube ich dir, ja. Ach ja, diese Stadt, die kann ja manchmal ein bisschen wahnsinnig machen. Ein bisschen, ja. Ein bisschen viel. Geringfügig so. Ja. Stimmen wir gerade? Nö, alles gut. Ein Vorstellungsgespräch mit der Dame hier links von mir. Und, okay. Da ist er schon. Na, wie läuft's? Ja, läuft super. Sehr schön. Je nachdem, ob du dann später noch fährst, wenn sie nicht schon durch sind. Es gibt gerade wieder einen Feuerwehreinsatz. Fantastisch. An der Kreuzung bei der PSB. Da musst du quasi links an diesem Fastfood-Restaurant rumfahren, quasi wo Lona Market ist. Okay, ja, mach ich. Also ist wahrscheinlich dann schnell durch, aber ja. Damit du Bescheid weißt. Okay, super, ich danke dir, John. Ja. Aber ist wohl auch ein Großeinsatz, wenn ich es richtig gelesen hätte, auf Ops. Also es standen zwei Fire Engines und das BD hat da, was halbwegs gerade ausgeht, abgesperrt in die eine Richtung. Okay. Mhm. Aber vielleicht ist es sogar besser, wenn man dann prophylaktisch quasi eine Straße rechts runterfährt. Ja, würde ich auch empfehlen. Das ist angenehmer von der Breite. Ja. Das heißt, die Station Vinewood Boulevard kann dann nicht angefahren werden, oder? Korrekt. Nee. Also, soweit ich das gesehen habe, nicht. Ja, das ist mitten auf der Strecke, da kann man nicht, das kann man nicht umfahren. Nee, das ist quasi genau in dem Häuserblock. Ja. Gut, dann. Betrifft aber nur die City 1 und City 2, ne? Ja. Ja. Nur City 1 tatsächlich. Nur City 1, genau. Achso, okay. Gut, dann weiterhin gute Fahrt und gute Besserung, Momo. Und wir gehen mal los. Dankeschön. Ja, gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Ja, genau, danke. Daniel, wir können auch schon mal los. Jo. Möchtest du nochmal mitfahren? So, und dann können sie uns mal auffällig folgen. Sophie, bist du gerade auf Toilette? Das liegt mir auch ganz gut. Ach ja. So, da einmal rein. Ah, ja, Mensch, danke schön. Ja. So. Sehr interessant und ein bisschen verwirrend. Ja. Ah, ja. Gut, so. Jo. Ja, dann nochmal offiziell herzlich willkommen.
in unserem wunderschönen zentralen Omnibusbahnhof. Jo, ich bin, wie gesagt, Thilo Wagner, Ausbildungsmanager hier von Alice Transit. Seit über 3 Jahren im Unternehmen. Oh, wow. Okay. Und damit so ziemlich einer der Dienstältesten. Zu meiner Rechten der Herr John Wellington. Ebenfalls Manager bei uns. Genau. Ja, da würde ich einmal sagen, stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie, was haben Sie bisher so gemacht? Vor Los Santos und in Los Santos. Damit fangen wir erstmal an. Genau. Es freut mich erstmal hier zu sein. Ich bin Kalea Iona. Mittlerweile auch schon über 2 Jahre Einwohnerin auf dieser Insel. Ich komme ursprünglich aus Hawaii, wo ich tatsächlich auch ein Studium angefangen hatte, was ich dann aber aus privaten Gründen dann leider abbrechen musste. Habe mich dann aber, ich sag mal, auf meiner Heimatinsel so ein bisschen mit der Verwaltung und Durchführung von Tourismusfahrten beschäftigt. Also, wie man sich das denken kann, ist Hawaii ein sehr schöner Ort mit vielen verschiedenen Sehenswürdigkeiten, was Natur angeht. Und gerade dann sind so Rundfahrten da sehr beliebt. Mhm. Genau, das habe ich quasi hauptsächlich auf in meiner Heimat gemacht, sagen wir es mal so. Seitdem ich hier bin, habe ich schon das ein oder andere gemacht. Hauptsächlich, aber tatsächlich war ich sehr lange Co-CEO von der Safe Zone und von der Herbal Witchery. Auch ganz, ganz lange war ich Fahrlehrerin, teilweise Senior-Fahrlehrerin, zuständig für alles Mögliche. Also ich habe tatsächlich auch die Bootsfahrschule quasi gemacht. Das heißt, da war ich dann auch teilweise Ausbilderin für andere Auszubildende bei uns, die dann auch da mit angefasst haben. Bin da aber auch seit fast einem Jahr tatsächlich raus. Aktuell bin ich bei der PSB, gerade da im Kreditwesen. Bin halt einer von 3 CEOs der Ursa Group, leite quasi die Abteilung Nature's Medicine, die halt aus der Herbal Witchery so ein bisschen entstanden ist. War ein großes Wirrwarr damals bei der Fusion, aber naja, jetzt steht alles. Und bin aktuell noch bei Erst San Andreas, was dann der fragwürdige Beruf wäre, den ich dann, falls das hier klappen sollte, dass meine Bewerbung angenommen wird und ich eingestellt werden sollte, das wäre dann der Job, den ich kündigen würde. Bin noch aktuell Auszubildende bei Mountain Hair & Style als Friseurin und selbstständig als DJ tätig. Also sehr viel. Ja, ja. Dazu hätte ich mir noch ein paar Nachfragen. Nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Das hat einfach den Grund, wir sind staatlich subventioniert. Ne? Das heißt, wir müssen natürlich so ein bisschen gucken, dass wir halt auch gut mit den Ausbildungen vorankommen. Deswegen nehmen Sie die Fragen jetzt, die jetzt kommen, bitte nicht persönlich. Ne? Einfach nur, damit wir das ein bisschen besser verstehen können. Können Sie mir das kurz mal erklären? Also das sind ja jetzt sehr viele Tätigkeiten, auch viele, die, sag ich mal, doch ordentlich Zeit in Anspruch nehmen. Können Sie mir das so ein bisschen erklären, wie Sie das mit Alice Transit vereinbaren wollen? Hintergrund ist, wir sind ja ein Beruf, der eine Haupttätigkeit ist, der quasi sehr lernintensiv ist und auch tägliche Anwesenheit oder, sag ich mal, regelmäßig Anwesenheit erfordert. Wie stellen Sie sich das vor? Also tatsächlich ist es halt so, dass ich gerade auch in der Ursa Group als Führungsperson zum Glück gar nicht mal so viel Arbeitsintensität habe, wie man sich das vielleicht erstmal denkt. Also gerade dadurch, dass wir eine 3-köpfige Führung sind und ich sag mal so, gerade meine Mitarbeiter alle so weit eigenständig arbeiten können, dass ich gar nicht immer ständig dahinterherlaufen muss, was sehr, sehr angenehm ist. Das heißt, ich mache halt wirklich eher mehr so bürokratische Angelegenheiten. Tatsächlich, die PSB ist da ein bisschen zeitfordernder, aber da haben wir halt auch unsere Kernarbeitszeiten, die typischen Öffnungszeiten, die man halt von der Bank aus kennt, wo ich dann auch natürlich auf meine Zeiten kommen muss, aber die sind jetzt tatsächlich auch relativ machbar und ich denke auch ganz gut mit Alice Transit vereinbar, da ich ja dann auch, wenn ich jetzt quasi jeden Tag hier wäre, könnte ich ja trotzdem meine Fahrzeiten außerhalb der Öffnungszeiten bei der Bank legen. Das wäre dann eher
unkomplizierter und gerade als DJ, ich sag mal, wie oft lege ich auf, 1 bis 2 Mal im Monat, wenn es hochkommt und dann halt auch eher wirklich spät in den Abendstunden. Und bei Mountain Hair & Style ist es halt auch so, dass ich da sehr flexibel arbeiten kann. Ich habe keine Pflichtstunden, die ich absolvieren muss und bin da jetzt quasi auch fertig mit der Ausbildung. Ich warte eigentlich nur noch auch auf das Go soweit, dass ich da wirklich offiziell dann auch mit durch bin. Aber deswegen denke ich eigentlich, dass ich das hier ganz gut managen kann. Dass das noch gut funktioniert, dass ich hier auch genug Anwesenheit zeigen kann. Können Sie das so grob ungefähr pro Woche einschätzen, wie viele Stunden das so ungefähr wären? Ich würde schon so 10 Stunden schon mindestens. 10 Stunden oder so. Okay. Und wie gesagt, notwendig ist es halt bei uns, dass Sie, sag ich mal, relativ regelmäßig da sein können. Mhm. Ne? Gerade vor allen Dingen während der Ausbildung ist das wichtig. Ja. Und natürlich auch danach, ne? Denn Sie wissen, es ist viele Mandel, ne? Auch in der Stadt. Linienänderungen, Umwege fahren, kurzfristige Anpassungen, das ist bei uns aktuell vor allen Dingen ein sehr großes Thema. Ja. Ne, und sag ich mal, wenn man dann nur 1-2 Mal die Woche da ist, dann geht da unter Umständen einiges flöten. Ja, das glaube ich. Nein, okay. Also ich würde tatsächlich schon schauen, kann natürlich sein, dass ich dann vielleicht 1-2 Tage die Woche nicht da bin, aber das ist okay. Ne, ich denke auch, dass das auf jeden Fall machbar wäre. Deswegen. Ja. Also, ne, es war jetzt keiner von Ihnen, dass Sie jeden Tag 2, 3, 4, 5 Stunden da sind. Aber halt, sag ich mal, wirklich, ne, wie Sie schon gesagt haben, so, wenn es 2 Tage mal nicht ist, ist okay. Ne, gibt auch Kollegen, die sind mal 3 Tage nicht da, einfach geht privat nochmal teilweise nicht anders. Mhm. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, wird gerade während der Ausbildung schwierig. Ja, nein, also gerade da würde ich dann für dich schauen, dass ich das soweit auch an einem Stück alles habe. Ne? Genau, gut. Dann hört sich das ja schon mal ganz gut an, würde ich sagen. Wunderbar. So. Dann einmal, was reizt dir denn so am Busfahren? Also tatsächlich fahre ich allgemein ziemlich gerne und ich fahre auch gerne Menschen. Also ich habe ja schon mal bei Downtown Cap gearbeitet, da hat mir das tatsächlich auch ganz viel Spaß gemacht. Also gerade mal so zwischendurch ein bisschen Smalltalk halten, gelingt mir tatsächlich auch oft ganz gut. Und ich finde das einfach mal teilweise sehr, sehr spannend. Und so ein Bus ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Es ist halt ein bisschen aufregend, da mal ein bisschen was sich an Neueres anzuwagen. Ich meine, LKW bin ich jetzt zwar auch schon beruflich ganz öfter mal gefahren, aber es ist trotzdem halt ein ganz anderes Fahrverhalten. Und man kommt auch einfach mal ein bisschen rum in der Stadt, ne? Also man fährt halt seine Runden und ne, man sieht halt viel, man redet viel mit Leuten, erfährt vielleicht das ein oder andere, was man vielleicht selber noch gar nicht wusste, obwohl man schon so lange hier ist. Und ja, deswegen habe ich da einfach ein bisschen Lust drauf. Okay. Nochmal kurz zu Ihrem bisher beruflichen Werdegang. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie bei vielen Unternehmen auch schon waren. Was ich mich gerade so auf hier ein bisschen gefragt habe, als wir die Werbung gelesen hatten, ist so nach dem Motto, wir stellen Sie ein, Sie machen die Ausbildung fertig und es läuft doch alles soweit. Wie können wir sicher gehen, dass Sie, sag ich mal, nicht in einem halben Jahr sagen, ja, nee, ist nicht, ich habe jetzt noch was anderes, was ich gerne machen würde, deswegen kündige ich den Job. Ich glaube, die Sicherheit hat man nie und ich glaube, egal, was ich Ihnen sage, so 100%ig kann ich Ihnen die auch nicht geben. Letztendlich kann ich Ihnen nur sagen, dass ich meine Entscheidung, was ich beruflich mache, nie leichtfertig falle. Ich stehe auch immer zu 100% dahinter, wenn ich etwas tue. Ich glaube, es gibt genug Jobs, die auszeichnen, dass ich doch schon sehr lange dabei sein kann. Zwischenzeitlich hat sich aber bei mir dann auch privatlich gerade so, ich sag mal, in dem ersten Jahr auf dieser Insel ein bisschen was verändert, wodurch dann doch vielleicht manche Arbeitszeiten einfach nicht mehr so funktioniert haben, wie es dann halt eben die Arbeitgeber gefordert haben. Das dafür macht sie jetzt dann halt vier Tätigkeiten? Daran. Hey. Ah, okay. Genau. Okay, gut. Das klingt nachvollziehbar, ne?
Gut, dann, wo liegen denn so Ihre Stärken und Schwächen? Nennen Sie mal so jeweils zwei Stück. Okay, meine mit größte Stärke ist, glaube ich, meine Kommunikationsfreudigkeit, dass ich da auch wirklich immer auf alle Menschen zugehen kann, dass ich auch sehr einfühlsam darauf bin, wie die Menschen gerade so ein bisschen drauf sind, wie sie Lust haben, ob sie jetzt eher wirklich Lust auf Gespräche haben oder halt eher nicht so. Und auf der zweite Stärke würde ich so ein bisschen sagen, dass ich ein, glaube ich, ganz gutes Organisationstalent habe. Also wenn es darum geht, irgendwie Zeit zu managen, funktioniert das ganz gut. Oder halt auch generell, ich muss spontan eine Entscheidung treffen, dann klappt das normalerweise auch so ganz gut. Also ich habe da so ein feinfühliges Talent vielleicht auch so ein bisschen für, gerade auch so in stressigeren Situationen da gut agieren zu können. Als Schwäche würde ich sagen, nehme ich mir gerne immer ein bisschen viel vor. was dann manchmal ein bisschen dazu führen kann, dass ich manchmal so ein bisschen den Eindruck mache, als würde ich so ein bisschen unter Strom stehen. Und als zweite Schwäche vielleicht, dass ich nicht so die geduldigste Person bin. Das ist schlecht. Können Sie das also ein bisschen zumindest, wenn es um mich selber geht. Also, okay. Ja. Wann dann geht das tatsächlich, aber wenn ich dann Sachen möchte, dann möchte ich sie gerne jetzt, wenn ich in 2 Jahren. Okay. Ja, genau. Weil Geduld ist natürlich gerade für uns Busfahrer, ne? Gerade im Straßenverkehr, das A und O, ne? Wenn da jemand halt vor ihnen rumschleicht oder ne, sonst was für Faxen macht, dann müssen sie natürlich halt genau das sein, geduldig. Ja gut, das geht dann tatsächlich schon. Also gerade, wenn es ums Autofahren geht, wenn da Leute sind, die vielleicht selber noch nicht so sicher sind im Fahren oder keine Ahnung, sie suchen gerade eine Firma, wo sie keine Ahnung haben, wo die jetzt da genau ist, dann habe ich da auch Verständnis für. Okay, wunderbar. Wenn Sie ein Küchengerät wären, welches wären Sie und warum? Oh je. Wenn ich ein Küchengerät wäre, ich glaube, dann wäre ich gern ein Mixer. Standardantwort, ja. Einfach, weil ich richtig gerne Smoothies trinke. Und man kann halt sehr viel mit Mixern halt auch machen, was man gar nicht manchmal so denkt. Okay. Also flexibel einsetzbar. Ja, genau das. Mixer also nur nach 15 Antwort. Okay, alles klar. Was wissen Sie denn über das und das Transit? Genau. Also ich weiß natürlich, dass Sie Bus fahren. Sie fahren aber auch generell bei Events zum Beispiel ganz oft mit. Also gerade bei Paradise, wenn es darum geht, Personen von A nach B zu bringen, halt außerhalb ihrer normalen Linientätigkeit, sagen wir es mal so. Ich weiß, dass Alice Transit schon seit langer, langer Zeit besteht. Ist halt das hiesige, super Transportunternehmen, sage ich es mal so. Genau, es ist staatlich subventioniert, das haben Sie ja schon gesagt. Das wusste ich tatsächlich aber vorher auch schon. Wird ja auch ein bisschen schwierig, wenn eben die Busfahrten kostenlos angeboten werden sollen. Ich meine, Mitarbeiter haben, die Geld kosten, aber dann irgendwie kein Geld von den Bürgern einnehmen, funktioniert dann irgendwie auf Dauer nicht so ganz. Genau. Das ist ein komischer Satz. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch großartig bei Alice Transit sagen kann. Wie viele Linien haben wir? Insgesamt 4 Stück. 2 Nordlinien und 2 Citylinien. Genau, sehr gut. Witzigerweise ist das halt immer so, dass sie im Uhrzeigersinn fahren und nicht mal, also einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen Uhrzeigersinn. Mhm. Und ich meine, es war doch auch so, dass das bei den Nord- und Citylinien sogar vertauscht war. Korrekt, also, richtig, ja. Genau. Das ist uns auch, Saki, irgendwie auch gar nicht so, weil man verwusst gewesen ist, dass man auf die Linien blickt, dachte mir so, okay, das, ja, gut, ist dann so. Ja. Aber das ist, die Linien haben sich ja so im Laufe der letzten Jahre entwickelt, ne? So. Ja, mein Gott. Dann haben sie aber gut aufgepasst. Das ist, ganz, nicht, ist ganz witzig, ja. Genau. Ich hatte das, glaube ich, so PBS und Busverschwören hatten sie schon, ne? Genau, richtig. Im Rahmen der Fahrschultätigkeit habe ich das halt dann alles damals auch gemacht. Wunderbar. Ich habe auch teilweise natürlich die Busfahrprüfung abgenommen und ich finde das halt irgendwie schwierig, das zu machen, wenn man dann irgendwie doch keine Ahnung hat. Das, ne? Okay.
Sie hatten ja erwähnt, dass Sie den Job bei R. San Andreas dann kündigen würden, genau, wenn sie angenommen werden. Mhm. Können Sie mir das kurz erläutern, warum gerade den? Hat verschiedene Gründe tatsächlich, aber hauptsächlich den, dass ich schon vor knapp einem Jahr da angefangen hatte und die ganzen Abläufe halt tatsächlich sehr, sehr lange gedauert haben. Aufgrund der alten Führung, die halt vor Ort war, war das alles ein bisschen knuddelmuddelig. Und als ich dann tatsächlich meinen Flugschein hatte, war ich halt oder bin immer noch als Piloten tätig. Aber es ist tatsächlich so, dass kaum Rundflüge irgendwie angefragt werden. Also es sind tatsächlich relativ wenige. Dadurch fällt für mich halt nicht viel Arbeit an. Ach, von Sie mal, ja. Und dann gab es halt zwischenzeitlich, jetzt einen Führungswechsel. Und es ist halt so, dass jetzt eine Person in der Führung sitzt, mit der ich halt ungerne in dem Verhältnis arbeiten möchte. Mhm. Was dann so ein bisschen persönlich auch ist. Aber gleichzeitig, ja, ist halt einfach die Arbeitslast nicht so gegeben. Und ich sag mal, meine Freude daran jetzt auch dann mittlerweile so ein bisschen abgeflacht. Mhm. Okay. Also ich einfach gesagt habe, okay, ich widme mich dann doch lieber was, wo meine Kraft ein bisschen sinnvoller eingesetzt werden kann und auch wirklich genutzt wird. Okay. Mit der Person, die dort in der höheren Position ist, mit der haben Sie aber jetzt, sag ich mal, wenn diese Person hier arbeiten würde, die ist aber kein das Problem mit. Nein, das ist kein Problem. Es geht einfach, also generell zwischen der Person und mir besteht an sich kein Problem. Es ist einfach nur ein Problem von meiner Seite aus, was ich halt sehe in dieser Konstellation Co-CEO und normaler Mitarbeiter, was ich ein bisschen für mich persönlich nicht gut anfühlt. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt einmal zu. Nein, Moment, das ist eine andere Frage. Ich kann es mir fast so denken, ich frage es trotzdem. Mhm. Wir haben in unserem Unternehmen drei grobe Zweige, in die Sie sich entwickeln können. Das wäre einmal eine ganz normale Busfahrerin, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Befugnissen. Dann Administratives und auch Ausbildung. Wenn Sie hoffentlich in einem Jahr noch bei uns sind, wenn wir Sie nehmen, wo würden Sie sich sehen? In der Ausbildung, würde ich sagen. Okay. Okay. Gut, dann würde ich jetzt einmal in ein paar Situationsfragen übergehen. Ja. Die Situationsfragen sind wie folgt aufgebaut. Und zwar, Sie sind alleine im Dienst, fertig ausgebildet, Sie können also alles. Und es ist keine Leitstelle im Dienst. Sie müssen also komplett alleine klarkommen. Außer ich formuliere es anders. Okay, gut, dann fangen wir einmal an. Sie fahren munter durch die Gegend und haben auch ein paar kommunikative Fahrgäste an Bord. Mit denen sind sie auch in einem weiteren Gespräch. Dann fahren sie durch Vespucci und kurz vor der Haltestelle Vespucci Beach. Ja, ist ja eine Stoppmarkierung, die übersehen sie. Problem daran ist, dass ein Officer gesehen, der hinter ihnen hergefahren ist. Blaulicht geht an, sie werden rausgebeten und Officer hat super schlechte Laune. Der lässt sie quasi gar nicht zu Wort kommen, ist wirkt auch ein bisschen herablassend und fragt sie in einem harschen Ton, sagen Sie, Sie sind Busfahrerin, Sie haben eine Vorbildfunktion, wie kann das denn sein und überhaupt, wie reagieren Sie? Erstmal ruhig, also generell würde ich einfach dann sagen, ja, zustimmen, dass ich das übersehen habe. Würde danach sein, dass er natürlich recht hat, dass ich gerade als Berufsverkehrfahrer darauf eigentlich mehr zu achten habe, dass mir so ein Fehler nicht unterläuft. Aber nochmal dann halt nur, damit er das auch zur Information hat, um sich vielleicht ein bisschen besser in meine Situation einzufinden, dass ich halt zum aktuellen Zeitpunkt allein im Dienst bin und dann halt eventuell unter Umständen durch vielleicht, was weiß ich, hier ein Gespräch oder da ein Anruf eventuell abgelenkt war und war, dass ich dafür halt Sorgen trage werden, dass das nicht nochmal passieren sollte. Wenn er mir dann quasi eine Strafe aufdrücken würde, würde ich diese natürlich bezahlen, weil das war halt mein Fehler. Genau. Okay,
Tja, der Officer sagt dann nochmal zu Ihnen, ja, sagen Sie mal, also, wenn Sie abgelenkt sind, ja, wieso sind Sie denn im Dienst? Sollten Sie dann nicht lieber Feierabend machen? Weil das nächste Mal könnte es ja auch ein Mensch sein. Was antworten Sie denn da drauf? Dann würde ich sagen, ja, haben Sie recht. Ich werde auf jeden Fall gleich mal, wenn wir an unserer Endhaltestelle angekommen sind, eine kleine Pause machen, nochmal einschätzen, ob ich noch weiter fahrfähig bin. Und sollte das halt nicht der Fall sein, gute Antwort. Auch für den Tag in den Feierabend gehen. Alles klar, das machen sie dann so. Der Officer gibt ihnen die Höchststrafe und zieht dann grummelnd von dann. Jetzt haben sie natürlich die Fahrgäste, die das natürlich alles mitbekommen haben. Was kommunizieren sie denn mit den Fahrgästen? Ich würde mich natürlich für, ich sag mal, die Fahrtunterbrechung entschuldigen. Dann quasi wie sagen, dass wir die Fahrt weiter fortsetzen. Dann irgendwelche Bemerkungen wären, ne? Es könnte ich mir gut vorstellen, dass es kommen würde. Ja, aber das war ja jetzt sehr freundlich, das unfreundlich, das PD. Würde ich sagen, ja, gut, manche Leute haben halt einen schlechten Tag. Ich lasse mich da auf so Sachen dann gar nicht großartig ein. Wie gesagt, würde dann einfach die Fahrt fortsetzen, bis dann wir das hier erreicht haben. Vielleicht auch nochmal erwähnen, dass jetzt erstmal der Bus dann am Zopf endet und dann halt auch nicht unbedingt mit einem Anschlussbus zu rechnen wäre. Okay, das machen sie so. Dann setzen sie die Fahrt fort. Jetzt haben sie aufgrund ihres ungewohnten Stopps eine Verspätung von 7 Minuten. Sie wissen aufgrund ihrer Erfahrung, dass sie das nicht bis zur nächsten Runde wieder einholen können. Ja. Zumindest nicht vollständig. Wie versuchen sie dennoch ein bisschen, Zeit gut zu machen und vor allen Dingen in Bezug dann mal auf die STVO. Also ganz wichtig ist immer, dass man halt die Geschwindigkeitsrichtlinien einhält, dass man auch generell je nach Strecke quasi sich verhalten muss. Also wenn man gerade einfach an Stellen vorbeikommt mit vielleicht vielen Kurven oder auch engen Straßenstellen, dass man halt trotzdem entsprechend fährt und dann nicht unbedingt, wenn es halt nicht gegeben ist, dann auch 50 fährt, sondern halt eben einfach weniger, weil sicheres Fahren immer noch wichtiger wäre, als irgendwie versuchen, so viel Zeit wie möglich wieder reinzuholen. Ich würde dann natürlich trotzdem darauf achten, dass vielleicht gerade, wenn ich an der Haltestelle stehe und keiner halt ein- oder aussteigt und es auch anscheinend keine Anstalten gibt von irgendjemandem, dass er noch einsteigen will, dass ich dann halt da nicht zu lange stehe und verweile. Gut. Das machen sie dann so. Sie fahren dann ein bisschen weiter und fahren durch einen Stadtteil, der für, sag ich mal, neu eingereiste unter Umständen so Fragen aufwerfen könnte, wie zum Beispiel, hier sieht es aber ungemütlich aus, sagen Sie mal, ist das hier gefährlich? Was antworten Sie? Würde ich halt, ehrlich antworten, also, ne, dass es halt nicht unbedingt nicht immer so ist, wie es den Anschein hat, dass man natürlich überall negative Erfahrungen sammeln kann, aber halt auch positive. Ja, dass man vielleicht, ne, je nachdem, ich meine, gut, wenn man länger hier ist, kennt man Orte. Aber tatsächlich würde ich dann eher sagen, so, solange man den Leuten halt mit Respekt begegnet, müsste man sich eigentlich nicht, egal wo man sich hier aufhält, Sorgen machen. Gut, damit gibt sich der Fahrer jetzt auch zufrieden. Der Fahrer hat zwei Stationen weiter die nächste Frage. Sie fahren an einem Autohaus vorbei, von dem sie persönlich bisher gar keine guten Erfahrungen gemacht haben. Der Fahrgast fragt, Sie können Sie das Autohaus empfehlen? Was antworten Sie? Ja, tatsächlich würde ich sagen, ich persönlich eher weniger. Tatsächlich habe ich bis jetzt da keine guten Erfahrungen gemacht. Allerdings könnte das auch einfach an den Mitarbeiter gelegen haben. Probieren Sie es gerne selber für sich aus und entscheiden selber, ob es Ihnen zusagt oder eher weniger. Genau, da würde ich halt offen bleiben. Okay, alles klar. Gut, das machen sie dann soweit. Damit würde ich die Situationsfragen soweit auch beenden.
Zwei grundsätzliche Sachen noch, die ganz relevant sind für uns. Bei uns ist es ja gerne mal so, dass sie Fahrgäste haben, die, sage ich mal, sehr, 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 sehr ruhig sind. Ne? Die steigen in den Bus ein, setzen sich sofort Kopfhörer auf und wollen ihre Ruhe haben, sodass man manchmal den Eindruck gewinnen könnte, man wäre alleine unterwegs. Mhm. Ist das ein Problem für Sie? Nein. Okay. Also ich bin generell immer sehr aufmerksam, was meine Umgebung angeht. Und wenn ich halt weiß, dass ein Fahrgast gerade eingestiegen ist, vielleicht hat er mir ja vorher schon gesagt, wo er gerne hin möchte. Es kann ja sein, dass er das vorher noch gemacht hat. Wenn halt nicht, würde ich halt einfach darauf achten, wenn ich jetzt ankündige, an welcher Haltestelle wir sind, dass ich dann auch kurz vielleicht warte und schaue, ob der Fahrgast aussteigen möchte oder nicht. Aber im Prinzip steht es halt jedem frei, ob er jetzt gerade Lust hat auf Gespräche oder halt eben einfach in Ruhe seine Musik hören möchte. Okay. Dann wiederum müssen Sie dazu in der Lage sein, den Knopf umzulegen, wenn zum Beispiel erhöhtes Passagieraufkommen ist oder die Gruppe, von denen ich gerade gesprochen hatte, nach abends nach irgendwelchen Feierlichkeiten, dass sie halt auch regen können, wie so ein Wasserfall, auch gegebenenfalls halt auch ein bisschen auch auf gewisse Sachen eingehen und auch unter Umständen mal deeskalierend agieren. Können Sie damit umgehen? Ja, doch schon. Also ich habe generell schon mit allen möglichen Menschen irgendwie arbeiten müssen oder auch als Gäste klarkommen müssen. Ich habe auch kein Problem damit, mich dann mal so ein bisschen durchzusetzen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, komplett zugetrunkene Menschen in den Bus einsteigen und da rumzupöbeln, dann kann ich auch gerne mal so ein bisschen direkter sagen, dass das halt eben so nicht geht. Na, dass man auch vielleicht dann nicht die anderen Fahrgäste, die da vielleicht sein könnten, dadurch halt stören sollte. Genau. Gut, das machen sie so. Die nächste Frage stelle ich trotzdem, obwohl ich mir einfach auch was denken kann. Würden Sie sich eher als introvertiert oder extrovertiert bezeichnen? Eher als extrovertiert. Gut. Dann nochmal jetzt explizit der Hinweis, dass die Frage stellen wir deswegen, weil es halt wie gesagt sehr oft sein kann, dass Sie wirklich sehr, sehr ruhige Fahrgäste haben und dass es für extrovertierte Personen auf Dauer unter Umständen eher ein Problem ist als für Introvertierte. Mhm. Ist aber für Sie kein Problem, ja? Nee, wirklich nicht. Also. Wunderbar. Dann hatten wir ja schon die Zeit, den gesagt, ungefähr 10 Stunden hatten Sie gesagt, die Woche. Genau. Genau. Dann hast du noch Fragen. Mir fällt jetzt gerade so spontan nichts mehr ein, was noch offen wäre. Okay. Dann haben Sie noch Fragen. Nee, erstmal so tatsächlich nicht. Ich denke mal, Sie, wenn es zu einer Einstellung kommen würde, werden Sie mir, denke ich mal, noch den Ablauf, wie es dann auch mit der Ausbildung weitergeht, noch mitteilen. Genau. Ja. Gut. Ansonsten würde ich sagen, nehmen Sie noch mal kurz, wo Sie gerade reinkommen sind. Links ist so eine kleine schwarze Bank. Nehmen Sie noch mal kurz 2-3 Minuten Platz und dann rufen wir Sie wieder rein. Alles klar, dann schon mal vielen Dank. Na klar, gerne. Bis gleich. Jo. Das ging schnell, das Gespräch. Ja, also ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass sie halt auch wirklich weiß, wie man sich die Sachen organisiert. Also ich habe mir die Bewerbungstexte auch nochmal durchgelesen. Macht auch so, als CEO mit noch einem Nebenjob und dann noch hier ist sportlich. Aber erzählt, wie das da alles läuft und so. Da denke ich, sind wir auf jeden Fall mit einer guten Kandidatin dabei. Denke ich auch, und deswegen habe ich auch genau nachgefragt, weil ich das ja auch ein bisschen kritisch fand. Und ich fand, sie hat das gut erklärt und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das gut hinbekommt. Sie macht auf mich also auch dieses Selbstbewusstsein mit dem, ne? Ich weiß, was ich tue und das funktioniert auch. Ne? Ja. Ich habe die Erfahrung damit, also. Genau, also glaube ich ja auch. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, wenn es dann irgendwann später ist oder so. Genau, dass sie dann vielleicht auch sich vielleicht sogar gut in der Administration finden würde, wenn sich irgendwann später mal was ergibt. Einfach dieses Organisieren und alles. Würde ich auch sagen, Da ist auf jeden Fall ordentlich was an Potenzial drin. Denke ich auch. Also wenn sie wirklich durchzieht und das ernst nimmt und auch auf Dauer ernst nimmt, das ist das Einzige, wo ich dabei so ein bisschen Bedenken habe, hat sie auch selber gesagt, das kann man nie wissen.
Aber gut, ich meine, das hat man auch so sonst. Ja, hat sie auch durchaus recht. Immer Dinge ändern, ne? Ja. Ich meine, wenn jetzt irgendwie ist, keine Ahnung, bist du in welche Verpflichtungen reingezogen, dann ist so, hurra, ich kann meine Schicht nicht mehr machen. Ist dann so schwierig. Ja. Aber was absehbare Zeit angeht. Genau. Wenn man sagt, das passt. Du hast ja morgen mit schon den Einstellungstermin um 19:30 Uhr, ne? Genau. Dann würde ich einfach sagen, ja. Was ich noch fragen wollte, ich habe ja auch in der Mail schon gelesen, auch mit Oleg gesprochen, dass der auch wiederkommt. Steht da quasi auch schon ein Termin für, wenn das quasi pro forma erledigt wird oder quasi, wenn dann Zeit ist? Noch nicht, das sollte ihr aber Baby mit Oleg selber besprechen. Okay, also die kümmern sich dann drum. Genau, ja. Ja. Gut, wunderbar. Dann würde ich sie einmal reinholen. Und dann können wir jetzt natürlich den Termin dann morgen machen, wenn sie auch Zeit hat. Dann schnappst du dir den einen und ich schnapp dir die anderen. Oder irgendwie gucken wir dann mal. Genau. Ja, das klingt doch gut. Es sind sogar zwei Damen, ne? Fällt mir gerade ein. Ja. Ja, wunderbar. Und die haben sich beide sehr gut gemacht. Also. Mhm. Gut. Dann geh ich die Damen mal holen. So, dann kommen Sie mal wieder mit. Ja, sehr gerne. Das ging ja doch flott. Joa. So, dann. Jo, sagen Sie mal, wie lief denn aus Ihrer Sicht das Gespräch? Ich denke mal, es ist soweit ganz gut gelaufen. Ich bin, was die Reflexion von so Situationsfragen angeht, immer nie so ganz sicher, ob das ist, was man hören wollte. Aber ich denke mal, meine Antworten waren da relativ zufriedenstellend. Jo. Deswegen, ja. Aber den sind das so. Situationsfragen gibt es so nicht die eine perfekte Antwort. Ist ja immer im Kontext, wie man sieht. Das stimmt. Genau, da geht es quasi nicht darum, was sie antworten, sondern ne, wie sie antworten und wie sie halt quasi so ein bisschen ticken. Ne? Genau. Und das haben sie soweit gut gemacht. Generell fand mir das Gespräch sehr gut. Ja, das freut mich. Besonders gut hat uns ihre Argumentation gefallen bezüglich ihrer ganzen Tätigkeiten. Ja. Das war unsere Transparentkündigung, nämlich der größte Knackpunkt, wo wir sehr skeptisch waren. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, gerade als ich das, also ich habe mal nie so oft wirklich einen richtigen Lebenslauf runtergeschrieben. Mhm. Und als ich dann mal gesehen habe, oh, es sind doch schon so viele, da war ich auch so ein bisschen, das könnte sein, dass da ein paar Fragen kommen. Ja, aber dafür haben sie sehr gut darauf reagiert, wirkte auch alles sehr schlüssig, was sie gesagt haben. Von daher würden wir ihnen auch die Chance geben, bei uns anzufangen. Ja, das freut mich. Wie sieht das denn bei Ihnen aus morgen um 19.30 Uhr? Hätten Sie da Zeit? Und wenn ja, wie lange? Das würde funktionieren. Und tatsächlich habe ich da, ich denke mal, so bis 22, 23 Uhr auf jeden Fall Zeit. Gut. Das ist super, weil ungefähr genauso lange wird wahrscheinlich die Einstellung dauern. Zusammen mit der ganzen Papierkram, Einführung ins RDP und so eine Geschichten, aber das kennen Sie ja wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen. Ja. Aber Sie kennen es nicht so, wie wir es benutzen? Nee, das ist halt immer die Sache. Jedes Unternehmen benutzt die Dinger halt anders. Ja. Und glauben Sie mir, seine Variante. Keiner nutzt das RDP so wie wir. Mag ich jetzt mal zu behaupten. Ich bin gespannt. gut, deswegen dauert die Einführung auch ein bisschen länger. Planen Sie da morgen bitte, wie gesagt, so grob 2, eher 3 Stunden ein? Ja, okay. Sie werden da morgen noch mit einer anderen Kollegin neu eingestellt. Mhm. Genau, das wäre dann 19:30 Uhr, wie gesagt. Ja. Ich kann auch gerne schon ein bisschen früher da sein, so 10 Minuten oder so. Sind wir meistens auch schon da. Wunderbar. Dann würde ich Ihnen gleich noch ein paar Informationen zum weiteren Ablauf geben. Ja. Wie gesagt, Sie werden dann morgen eingestellt. Dann ist es so, aufgrund ihres fortfahrenden PBS und Busführerschein brauchen sie quasi dann während der Ausbildung nicht zu warten. Sie machen erstmal die Theorie. Mhm. Theoretische Kenntnisse werden vermittelt, wenn sie dann die soweit abgeschlossen haben, die Praxis. Mhm. Und wir beginnen immer mit der Nordlinie. Danach geht es dann auf die Citylinien, immer im Wechsel. Mhm. Und dann haben sie quasi einen Schritt fertig. Danach sind sie Junior bis Busfacherin. Da bekommen sie dann $50, glaube ich. Ich überprüfe das einmal kurz. Ich glaube, es sind 50.
Und als Auszubildende bekommen sie 40 und wenn sie fertig ausgebildet sind, 65. Dollar okay. Die Stunde. Ne? Plus die Transferleistung. Also wenn die Liste aktuell ist im RDP, sind wir als Auszubildende bei 30 und als Junior bei 45. Oder so rum, ja. Das wurde ein paar Mal geändert, deswegen... Ja. Genau, und als Busfahrer sind wir dann bei 65. Quasi ja. Abgeschlossene Ausbildung. Gut. Alles gut. Das passt. Wunderbar, aber ich denke mal, Sie sind mir so vielen Jobs tätig, da ist da glaube ich auch teilweise so, das Geld nicht unbedingt das Wichtigste. Nein, eben, darum geht es gar nicht. Vor allen Dingen ist es halt so, muss ja auch ein bisschen abwägen, wie viel Arbeitszeit stecke ich da rein. Ich kann noch so gut verdienen, wenn ich da aber eigentlich keine Arbeitszeit reinkriege, dann ist es halt ja. Im Prinzip genauso, als würde ich hier aktiv arbeiten. Also das ist halt nicht das Hauptaugenmerk, finde ich. Okay. Mindestarbeitszeit ist bei uns 4 Stunden pro Woche. Mhm. Wie vorhin schon erwähnt, je mehr, desto besser, gerade in der Ausbildung. Da haben Sie ja mit den 10 Stunden, es ist auch schon mal sehr gut, dass Sie da so viel da sein können. Genau. Habe ich noch was vergessen? Muss auf meinen schönen Zettel hier schauen. Oder Sie haben eine freie Zeiteinteilung. Sie können also kommen und gehen, wann Sie wollen. Vor allen Dingen, wenn Sie fertig ausgebildet sind. Ja. Während der Ausbildungszeit ist es natürlich so, dass Sie auf die Anwesenheit der Ausbilder so ein bisschen angewiesen sind. In der Regel ist es aber so, dass, sag ich mal, tagsüber und auch bis in so 2021 eigentlich immer jemand da ist. Danach wird es meistens ein bisschen schwieriger. Schön wäre natürlich, ne, Sie hatten ja auch geschrieben, dass Sie relativ später abends auch fahren können. Ja. Ne, das wäre ganz gut, denn, sag ich mal, da ist aktuell die Auslastung ein bisschen, sag ich mal, überschaubar bei uns. Okay. Aufgrund auch von vielen Krankheiten aktuell und auch Urlaub und so eine Geschichten. Na, genau. Jeden Sonntag ist um 17 Uhr Dienstbesprechung. Okay. Dort besteht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Sie können sich aber jederzeit auch abmelden. Okay. Haben sich jetzt noch über Ihre Zeit noch Fragen ergeben? Nee. Alles klar. Gut, dann würde ich Sie kurz wieder noch da draußen bringen und dann sehen wir uns morgen um 19:30 Uhr. Ja, perfekt. Alles klar. Gut. Ja, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. So, sehr schön. Ja, ich bin erleichtert und freue mich. Sehr schön. Dann nehmen Sie hier bitte auf der Bank morgen bitte Platz, dann holen wir Sie morgen ab, ja? Okay, perfekt. Alles klar. Das kann ich mir merken. Ja, dann bis morgen. Bis morgen, schönen Abend noch. Ebenso. Tschüss. Gut. Sehr schön. Da kannst du ja schon mal eine deiner ersten Admin-Tätigkeiten durchführen. Was würdest du jetzt machen? In die Admin-Gruppe reinschreiben, dass wir die Dame morgen zur Einstellung hier haben. Genau, ich hatte quasi das gleiche Spielchen ja auch schon mal gestern mit Barry zusammen. Da hatte ich ihn gefragt bezüglich hier Personalakte anlegen und so. Und dann meinte er, das machen wir in der Regel, wenn wir quasi bei Einstellung sind, dass wir dann hier einmal alles in einem großen Schwung sozusagen erledigen können. Ja, genau. So, gucke ich mir den Namen aus den Mails einmal raus, damit ich den nicht falsch schreibe. No. Kalea Iona. Dann haben wir es. So. Sind ja ein paar mittlerweile. Ja, aber es ist auch gut, dass das so aufgeteilt ist, weil sonst wollen wir ja verklubt werden, wenn wir uns gegenseitig immer nur einzeln SMS schreiben. Ja, das. Also gerade so, hey, ich will Ausbildung machen, ist wer da? Frag die hier. Wie viel sind wir? 6, 7 Leute, die ausbilden dürfen? Wäre ein bisschen umständlich. Ja, das stimmt. Hat ja heute auch gut funktioniert mit der Organisation. Ja. Gut, Handy tut Dinge. Ja, ich möchte Text eintippen. Danke.
Ja, da passiert manchmal ist endlich. Ja. ja, gut, da ist der Text, den ich getippt habe. Zack. Da haben wir es einmal. Genau, sehr gut. Ja, also kam mit Ausweis und Co. Das machen wir dann alles in dem großen Einstellprozess, ne? Mit Karten. Ja, genau. Lalala. Das machen wir alles bei der Einstellung. Da können wir es auch gleich zuweisen, entsprechend dem richtigen Eintrag. Ja. Genau. Genau. Dann. Und uns. Ah, Kalendereintrag anpassen. Richtig, genau. Und da kannst du dann gleich mich dann auch mit Sicherheit dann mit morgen eintragen für den Termin. Wunderbar. Weil ich stehe ja auch noch mit eventuell drin, genau. Genau. Dann machen wir daraus. Das. Praktisch, dass man den Namen gleich kopieren kann. Mhm. Dann kann ich ja quasi den Termin von heute, der jetzt durch ist, dann rauslöschen, ne? Damit es aufgeht. Ja, genau. Ist. Richtig. Genau. So. Ein Leerzeichen zu viel. So, haben wir es einmal. Ja. Wunderbar. Genau, heute 21 Uhr wollte Barry dann ja da sein für Adam Stone. Was ja aber noch nicht bestätigt ist, soweit ich das sehe. Ja, genau, der ist noch nicht bestätigt. Wo wir bei Werbung sind, ich habe gesehen, wir haben auch eine neue bekommen, vor 2 Stunden oder so. Ja. Ja, da müssen wir aber jetzt ein bisschen wirklich gucken, ne, dass wir jetzt erstmal da den ein bisschen nach hinten schieben. Ja, sonst wird das zu viel. Also ja. Auch mit dem, was wir ausbilden können, das schappelt sich sonst gen Himmel. Wunderbar, muss doch eingetragen. Was ich da mal ganz gerne mache, ist, ne, so die Leuten halt zu schreiben, ne? Ja, wir melden uns immer auch von der XY, ne, damit die halt zumindest eine Rückmeldung bekommen. Quasi ein, wir haben es gesehen und melden uns, wenn wir entsprechend Zeit haben, sozusagen. Genau, ja. Bei der Lola Proto bin ich mir nicht ganz sicher, ob die das Gespräch so gut hinbekommt, weil die hat schon mal ein bisschen antwortet auch mal sehr knapp in den Gesprächen. Da müssen wir mal gucken. Hatte sie sich schon mal beworben oder ja. War das mehr von der Mail-Kommunikation? Ja, die hat sich schon mal beworben und als sie hatte gefühlt immer nur mit Einzeilern geantwortet dann. Also wenn ich so für der Fan von Schreiben ist, okay, aber wenn man dann vor Ort ist, wird man sich ja schon ein bisschen ausdrücken. Es muss ja kein Roman werden, aber so ein gewisses Mindestmaß an. Ja. Ja, ich weiß. Artikulation, Wortgewandtheit. Wird man dann ja schon haben. Ja, vor allem, wenn man halt schreibt, ne, bitte teilen Sie Ihre Telefonnummer und Verfügbarkeitszeit mit und dann mit, dann einfach nur den Termin bestätigen. Das finde ich dann immer ein bisschen merkwürdig. Ey, wahrscheinlich muss ich allerdings schreiben, ne? Ich bin dann verfügbar und der Termin passt mir gut. Sie erreichen mich unter hier Telefonnummer. Ja. Mit freundlichen Grüßen. Also, ich meine, jede Mail, die ich schreibe, hat so dieses Anrede und mein Name drunter. Also, was, wenn ich jetzt irgendwie hier schicke mal kurz Notizen rüber, ne? Aber
Ja. Abgesehen davon ist halt so ein, ja, mach's doch vernünftig, es ist doch nicht schwer. Das stimmt, ja. Und ansonsten, falls Barry nicht kommen sollte, würdest du dir zutrauen, noch das Gespräch selber zu führen? Ich habe ja schon ein paar Mal mitgenommen. Und wir haben ja hier unsere Vorlage da. Genau. Da kannst du dich ja dann dran hangeln, ne? Also ich denke schon, ne, dass man schon mal ein Gefühl hat, wenn es irgendwie vor Kippe steht, dann kann man sich ja im Zweifel wirklich nochmal absprechen. Genau. Izzy ist ja auch noch da, kannst du ja gleich mal anrufen und fragen, ob die da eventuell noch Zeit hätte. Ja, die ist ja gleich von der Runde noch unterwegs. Dann kann ich ja genau schnappen, wenn sie hier ist. Sollte halt der Fall sein, dass ich würde nicht gerne jetzt noch so lange bleiben wollen, weil ich ein bisschen platt bin schon. Um 21 Uhr war das, ne? Ja, genau, das sind 3/4 Stunde, das ist ein bisschen. Heute nicht, bin ich nicht ganz so fit dafür. Ja, ne, jeder wie er mag. Genau. Gut, dann würde ich nämlich Feierabend machen, dann sehen wir uns morgen. Ja. Und dann habt noch einen schönen Abend, ne? Ja. Dann bis denn. Bis dann. Tschüss. Oh. Ach, Henny ist deine Hard offen. Ich wollte eigentlich gar nicht. Los, das Hansi Administration, hallo! Hi, wunderschön, Hannisteiner, Brandon.
Ja. Wir hätten eine Bestellung für euch ready. Könntet ihr die abholen kommen? Das wäre gerade rein zufällig gewesen auf dem Weg zu euch, zwar aus privaten Gründen, aber ja. Ey, das hört sich doch gut an. Ne? Nehm ich dann gerne noch was mit. Alles klar, ich danke dir vielmals. Wunderbar, bis gleich. Bis gleich. Jo, ciao. Tschüss. Ja, Hallöchen. Hallo. Ich möchte die Lieferung von LS Transit abholen. Die, wollte ich gerade sagen, die LS Transit. Yep. Genau. Und? So, ist doch fast alles in den einen Rucksack. Wo sollen wir das denn reinpacken? Höchstens kurz mit ins Auto dann am besten, würde ich sagen. Ja, okay, ja. Können wir hier machen. So. Wenn das da reinpasst. Schauen Sie mal. Weiß nicht, wie viel es ist. Ist der volle Rucksack plus noch zweimal Pommespackung. Ich war jetzt gerade auf dem Weg hier, ja, deswegen schauen Sie mal. Ansonsten müssen wir ein bisschen nochmal runterfahren und Rucksack holen. Also ganz passt es nicht rein. Okay, dann nehme ich noch ein bisschen was in meiner Hand. Also, der Rucksack passt schon allein einzeln nicht rein. Passt das so? Sonst müssen wir nochmal runterfahren. Schon reinpacken. Ansonsten habe ich auch noch drei kleine Taschen frei drin. Da müssen wir es reinstopfen zur Not. Könnte dann genau passen. So. Den Salat und die beiden Pommes müssen ich noch geben. Einen Moment. So. Und diese. Dann ja. Haben wir alles. Passt wunderbar. Ich würde dann gleich nochmal hochkommen. Ja. Könnt ihr mir für meine, für meinen privaten Kühlschrank mal so Cheeseburger, also wie heißen die bei euch? Cheese Chili, genau. Im Wert von $200 fertig machen?
kriegen werden. Das wäre cool. Dann komme ich gerne mal wieder, ne? Alles klar. Okay, cool. Super. Dann, bis gleich. Bis gleich. Also, warte mal. Hi. Hi. Kommst du? Hallo.
Kommst du einmal hinter an den Kühlschrank bitte in der Werkstatt? Ich habe hier ein bisschen der Lieferung von Heini Steiner, die bist du mein Kühlschrank. Ja klar, kriegen wir hin. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ja. Hallo. Oh. Da draußen steht mein Dingens. Da kannst du. Mein Auto. Ja, genau. Da kannst du mal. Ist es noch offen? Ja, genau. Kannst du mal die Sachen mal mit reinrollen. Ich hatte eben auch gerade am Telefon, hatte ich jetzt genommen, ne, weil er weg warst. Thomas Erik von Rusty Cage, der wollte mal ein bisschen mit Barry quatschen, von wegen mit Shuttle und Turbus, wie das so ist. Er hat auch ein paar Terminvorschläge quasi dagelassen. Ja. Wann er Zeit hat, gebe ich Barry dann weiter, wenn ich ihn entsprechend sehe. Ja. Er meinte so irgendwie, ne, heute 21.15 Uhr, dann. Schwierig. Also, wenn er hier ist, dann beschäftigt. Okay. Oh Gott, passt nicht, weil die zu Hanni Steiner, ne? Die haben sie gerade in dem Moment angerufen. Ah, Mensch, kann ich doch gleich mal links abbiegen. So. Ja. Ja. Hat es eben auch mit Izzy abgesprochen. Die stellt sich im Zweifel dazu. Okay, check. Für das Erklärungsgespräch, wenn Bell nicht kommt. Ja. Ich sag ja, danke dir. Wunderbar. So. Dann gehe ich jetzt auch meine Privatbestellung abholen und machen so einen guten Umsatz. Da muss ich auch mal wieder was von holen, wenn Zeit. Mhm. Naja, dann schönen Feierabend. Gut, dir auch, bis dann. Bis dann. Hm.
Abend. Na, Mensch. Hi, ich bin schon bei dir. Ich würde einmal 10 Chili Cheesy jetzt mitnehmen. Chili jetzt, genau. Genau. Die gehen heute gut weg, habe ich das Gefühl. zu trinken nichts, einfach nur die Burger. Alles klar. Und wenn Brandon hinten ist, dann will ich ihm ganz gerne mal Hallo sagen. Gerade nicht. Och, was ist denn mit dem Jungen? Ausliefern. okay, alles klar. Jo. Okay, dann warte ich. Aber. Ich habe eventuell noch eine größere Bestellung mit Cheesy Chili als wenn ich hier mache. Ja, es ist ein bisschen auf Vorrat, ne? Ja. Zu Hause. Ja, genau. Muss ja auch mal sein, ne? Jojo. Nachdem ich hier. Wenn der Kühlschrank leer ist, ne? Seitdem ich hier in der Marke gehe, bin ich so viele Fastfood, beziehungsweise nicht Fastfood, sondern Burger und so Zeug. So, wie ist es denn bei Ihnen so? Tun Sie eher so. Sag mal, was gesünderes Essen oder eher Fast Food? Gar nicht. Nur Fast Food. Eigentlich. Nur Fast Food. Seitdem ich hier bin. So. Ja, das klingt vernünftig. War in meiner Heimat ein bisschen anders, aber. Wirkt halt auch so geil. Das ist richtig, ja. Cheesy Chili hat immer noch die besten Burger. Ja, so ist es, ne? Tani heute eigentlich auch da? Nee. Oh, was ist da los? Keiner da den Hunden erwartet. Meine Güte. Ja, die wollten nochmal nach Hause. Ja, kann ich verstehen. Muss ja auch mal sein. Ja. Jetzt muss ich mal Brandon anrufen, das geht ja gar nicht. Ja, jetzt hör mal zu, Junge, ne? Jetzt orderst du mich hier hoch und sagst, du bist hier am Arbeiten. Und ich sehe dich hier nirgends, ne? Ja, goddamn, bro. Ja, ich warte jetzt, bis du herkommst, damit ich den Arsch aufreißen kann, ne? Okay, gut. Dann bis gleich, ne? Ich darf nie mehr kommen. Ach. Jetzt hat er bestimmt Angst, herzukommen. Ja, vor allen Dingen bei dem Slang, den sie gerade drauf hatten. God damn, Bro. Sag mal, wir haben uns, glaube ich, letztes Mal kennengelernt, wo du hier das erste Mal gearbeitet hast, oder? Kann gut sein, ja. Vor 2 Wochen. Ja, das kommt gut hin. Ja. Ich habe aber leider deinen Namen vergessen. Lea.
Ja, okay. Kann sein, dass du, aber waren das am Samstag unten, ich glaube, Lolitas standest mit einer anderen Dame? Kann gut sein. Mit so einem, ich habe es Cheerleader-Kostüm genannt. Ja. Ja, okay. So, ich habe hier erstmal für dich deine 12 Cheesy Chilliard. Mhm. Das sind 192, oder was? Mhm. Einmal so und einmal so. Das passt so. Bitteschön. Ja, super. Vielen Dank. So, vielen Dank auch. Dann, ja, schönen Gruß an Hanni von Tilo. Ja, werde ich ausrichten. Ja. Und dann, ja, auch Ihnen guten Hunger und noch einen schönen Abend. Ja, ebenso, ne? Danke. Ciao. Bis dahin. So. Immer rein in die Gewampe. Oh. Wenn man so im MRL so leben würde, wie Tilo das macht, dann glaube ich schon an Herzverfettung sterben.
Ach, warte mal, halt. Wenn man das ein bisschen genauer. Ich würde mal aufstempeln. Eigentlich letzte Woche da. Stunden, okay, krass. Das haben wir die Woche wahrscheinlich nicht schaffen. Ich aktuell ein bisschen am Entschuldet suchten bin. Damit sind wir durch. In diesem Sinne, bis morgen.